Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fact Time. Ja Leute, wie ihr an den Hintergrund erkennen könnt, gibt es heute mal gruselige Fakten. Und ich würde sagen, dann starten wir gleich mit dem ersten Fakt. Der Kopf eines Menschen ist nach einer Enthauptung 15 bis 20 Minuten noch bei Bewusstsein. Es gibt einen Virus, der bei Hunden und Tieren zombieartige Symptome hervorruft. Gott sei Dank habe ich keine Angst vor Zombies. Oh, Gott sei Dank. Du hast Angst vor Zombies. Kannst du nicht mal deine Fresse halten, Mann? Verdammt, haltet doch beide eure Fresse. Ihr seid nur scheiß Klone. Also verpisst euch, du da raus. Und ich habe meine Ruhe und wir machen jetzt beim Video weiter. Und weh, mich stört hier noch mal jemand, ne? Dann ist hier die Hölle los. Verdammte Scheiße. Naja, Leute, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Fakt. 1999 ließ sich ein Top-Manager von Siemens bei lebendigem Leibe verspeisen. In Caracas werden täglich 80 Menschen ermordet. Jährlich sterben 2500 Linkshänder beim Benutzen von Gegenständen, die für Rechtshänder gedacht sind. Okay, ob ich das jetzt creepy oder gruselig finde, ist ein anderes Thema. Ich finde das eher bescheuert, denn, ja, keine Plan, es ist einfach bescheuert. Wenn man sein Niesen unterdrückt, kann es passieren, dass im Hirn Adern platzen und man durch innere Blutungen stirbt. Laut Schätzungen des BKAs liegen in Deutschland 8000 unentdeckte Leichen in Wäldern. In Fuji gibt es einen Wald, in dem jährlich tausende Menschen Selbstmord begehen. Jetzt überleg mal, ihr wohnt neben dem Wald, ne? Und wisst das nicht und lasst eure Kinder da rein spielen gehen. Abends kommt es dann heim: Papa, Papa, ich habe den Totenkopf, schau ihn dir an. Verdammt, da möchte ich echt nicht leben. Ja Leute, das waren die 8 Fakten für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich da oben. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao.